Hi Leute, ganz herzlich willkommen zu diesem Vlog auf meinem Kanal. Ey, wir haben jetzt gerade kurz nach 8. Ich bin müde. Müde sein alles. Pascal hat sich gestern den Magen an Meckes verdorben. Er hat nicht viel gegessen, aber das, was er gegessen hat, hat vollkommen ausgereicht, dass er die halbe Nacht vorm Klo hing. Also, wir hatten gestern schon so ein Scheißgefühl. Ich wollte unbedingt zu Meckes wegen diesen Gläsern. Ich fand die wirklich so cool. Und sonst gehe ich da wirklich nie hin wegen diesen Gläsern. Aber ich fand halt einfach dieses Neon-Pink so cool. Und ich wollte halt einfach mal auch McDonalds-Glas haben. So. Habe ich gedacht, wir gehen da hin. Ey, schade um diese 30 Euro, die wir da liegen lassen haben. Mein Wrap war komplett Finger im Po Mexiko. Dann sein Burger war Finger im Po Mexiko. Wir mussten beide Sachen wegschmeißen. Er hat 2-3 Mal in den Burger gebissen und ihm war schon schlecht. Ja, die Retourkutsche kam dann heute Nacht. Dementsprechend bin ich jetzt auch scheiße müde, Leute. Ich muss gleich zum Zahnarzt. Ganz wichtig, auch während der Schwangerschaft, Leute, zum Zahnarzt gehen, alle 3 Monate. Ja, ich bin K.O., Leute. Aus dem Grunde müssen wir jetzt diese 2 Produkte hier den Po retten. Zum einen haben wir hier von Balea dieses Augen-Roll-On. Das habe ich immer im Kühlschrank. Das kühlt bombastisch gut, ey. Einfach unter den Augen drauf machen, kurz einziehen lassen und du fühlst dich einfach wie ein neuer Mensch. Und dann habe ich hier von LR, das findet man gar nicht so schnell, sag ich mal so. Mir haben einige geschrieben, Herr Lina, ich fand das voll cool, was du da gezeigt hast. Das ist einmal so ein Tropical Glow 2-in-1 Cooling Face Gel Cream and Mask. Dass viele danach gesucht haben, aber es einfach nicht finden. Ich habe es auch erst schwerter gefunden. Also ich habe es nicht normal im also so sieht das aus, im Pflegebereich gefunden, sondern war ein bisschen versteckt. Ich versuche euch das auch nochmal herauszufinden und euch unten in die Infobox reinzupacken, damit ihr euch das auch holen könnt. Das ist halt einfach so ein, ja, ich kann euch das mal zeigen. Also Deckel auf. So sieht das dann aus. Und dann tut ihr das aufs Gesicht und Leute, ihr kriegt da so einen heftigen, frischen Kick, gleich einfach so einen kühlen Kick. Ich hab schon zu Pascal gesagt, ey, wenn er einen Sonnenbrand im Gesicht hat, was er am Sonntag auch hatte, einmal ins Gesicht schmieren. Oh, das kühlt so krass. Ah, als hättest du dir gerade Eiswürfel über dein Gesicht geschmiert. Boah, ist das geil. Boah, ey Leute, ich schwöre euch das, ne? Ich schwöre euch das. Ihr wisst, ich bin so eine ehrliche Person. Ich kacke hier ab, weil es mir gerade so schlecht geht. Ich bin müde, ich habe Hunger, ich kann nichts essen. Ich kriege hier voll die Pickel jedes Mal unten. Ich schwöre euch, wenn es eine Sache gibt, auf die ich morgen schwöre, wenn es mir so geht, dann ist das das hier. In Kombination mit diesem Roll-On. Ey Leute, das Zeug von der LR, das ist heftig. Ich weiß nicht, wie lange es das gibt. Es muss eine LE sein. Das ist auch gerade runtergesetzt, das weiß ich. Ich weiß nur nicht, wie lange es das gibt. Ich packe euch das unten in die Infobox. Schaut sehr, sehr gerne vorbei. Und das ist auch der Shit, ey. Genau. Wenn es weg ist, ist es weg. Ich habe mir jetzt auch noch mal eine nachbestellt, damit ich für den Sommer eine habe. Weil ich brauche es. Ich brauche es. Oh Gott. So, jetzt bin ich irgendwie ein bisschen besser drauf. So. Und wisst ihr was, Leute? Pascal hat sich am Sonntag nicht nur seine Fresse komplett verbrannt. Also er kam hier an wie ein Krebs am Abend. Er hat sich seinen ganzen Nacken verbrannt. Wisst ihr, wie glücklich ich bin, dass ich ihm so ein After Sun Cooling Gel geholt habe? Also das ist das jetzt von LR. Aloe Vera. Pascal verträgt kein After Sun. Null. Gar nicht. Egal, welches ich ihm bis jetzt gegeben habe. Er hat sich davon gejuckt, gekratzt. Es ging überhaupt nicht. Jetzt haben wir das hier drauf gemacht. Der Typ hat das sogar als Handcreme benutzt. Der geht so ins Badezimmer, spaziert da rein. Ich so, hä, ich hab dich doch gerade erst eingecremt. Ja, aber meine Hände, die können auch ein bisschen Feuchtigkeit vertragen. Schatz, das ist ein After-Sun-Gel, eine Creme. Ein, nachdem du dich verbrannt hast. Ja, egal, ist doch dasselbe. Okay, After-Sun-Creme ist neuerdings auch Handcreme. Super.
bin jetzt wieder zu Hause, meine lieben Leute. Ich gucke jetzt ein kleines bisschen Netflix und zwar Orange Black. Wie heißt denn dieses Orange Black Ding? Ich habe alles auf Netflix schon durchgeguckt, dass ich jetzt irgendwas anderes gucken muss. Orange is the New Black heißt das Ganze. Das ist so eine Frauenknast-Serie. Ich habe es schon mal durchgeguckt, gucke es mir aber jetzt nochmal an. Ja, beim Zahnarzt war soweit alles gut. Also ich habe nur so ein bisschen Zahnfleischbluten. Das ist aber wohl normal während der Schwangerschaft. Es ist halt wichtig, dass man alle 3 Monate zum Zahnarzt geht. Vor allem, weil sich auch halt Zahnsteinbildung durch die Hormone irgendwie verzweifacht. Keine Ahnung. Also du kannst mehr zu Zahnstein neigen. Und halt einfach, dass du nicht zu spät dann am Ende kommst. Genau, solltest du alle 3 Monate dann zur Kontrolle zum Zahnarzt gehen. Das ist sehr wichtig. Ja, da war ich jetzt. Jetzt habe ich den nächsten Termin wieder im August. Muss ich da wieder hin. Ansonsten ist soweit alles gut bei mir. Ich werde jetzt, wie gesagt, ein bisschen Netflix gucken. Dann muss ich ja ein bisschen aufräumen. Ich wollte eigentlich heute noch zu Teddy, aber das werde ich nicht machen. Das werde ich morgen machen, weil ich morgen einfach mehr Zeit habe. Jetzt ist schon zu spät. Wenn ich jetzt mit dem Auto wegfahre, dann kriege ich keinen Parkplatz mehr. Ich wollte euch aber noch eine kleine Neuigkeit erzählen, Leute. Ich habe vor 2 Tagen, also wir haben heute Mittwoch, ich werde das wahrscheinlich zeitgleich auch hochladen heute. Ich habe am Montag, habe ich das erste Mal mein Baby gespürt. Ja, ich habe zum ersten Mal mein Kind gespürt. Das hat sich wie so ein Kribbeln angefühlt. Erstmal habe ich gedacht, oh, da ist irgendwas gefallen in meinem Bauch. Hat sich angefühlt wie so ein Stein, der gefallen ist. Und dann habe ich plötzlich so ein Kribbeln an meinem Bauch entlang gespürt. So. Und dann habe ich mir gedacht, oh, oh, könnte das das Kind sein? Und dann, als ich im Bett lag, habe ich richtig gemerkt, wow, da fängt sich was an zu bemerken. Da fängt sich an, irgendwas zu bewegen. Ich habe nicht gedacht, dass man das so spürt. Ich habe mich immer gefragt, wie spürt man das Kind? Wie fällt das auf? So, vielleicht wäre zum ersten Mal Mama so, wie merkt man das? Leute, man merkt es. Man merkt es, wenn es soweit ist, man merkt es. Ich verspreche euch das. Ja, also ich bin mega, mega happy und glücklich. Ja, ich würde mal sagen, ich gucke jetzt ein bisschen Netflix und dann muss ich die Bude ein bisschen aufräumen. Da werde ich euch dann auch definitiv mitnehmen, weil morgen nämlich um 11 Uhr kommt die Trulla hier nämlich, damit die ja alles kontrollieren kann. Oder die Handwerker kommen, je nachdem. Weil im Badezimmer sind ja ein paar Sachen kaputt. Da werde ich euch nochmal zeigen, was ich genau meinte. So, schaut mal, Leute. Also das ist halt unser Wasseranschluss für die Toilette. So, wisst ihr? Und jetzt schaut mal, was ich machen kann. So. Ihr wisst halt Bescheid, so, ne? Das hält halt einfach nicht. Und dann, es ist halt einfach nichts dicht. So, ne? Oder wir gehen hier mal hier hin. Ich kann es nicht mal richtig putzen, Leute, weil die Scheiße halt einfach locker ist. Der hier ist fest. Ja, okay, was heißt fest? Der ist auch locker. Aber der ist halt an sich fest, ja? Also wenn ich den jetzt so habe, dann ist der dicht. So, hier ist ja Game over. Oder hier haben wir den besten. Okay, nee, hier. Nee, der ist auch locker. Ja. Und den Scheiß möchte ich gerne behoben haben. Weil der ist locker. Wenn ich putze, Leute, fliegt der mir so oft ab. Das kann so nicht bleiben. Life goes up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little. And we keep track of time. So serious, idiots, thinking it will matter, keep me company downtown, before the clock runs out. Sun is shining, but the rain is welcome too, friends are nearby, don't need another view. Hier herrscht jetzt Chaos pur, wirklich, wir sind jetzt gerade hier am Aufräumen. Morgen kommt nämlich unsere Vermieterin, beziehungsweise eine aus der Hausverwaltung, ne? Genau, wegen dem Badezimmer. Keine Ahnung, da gibt es so viele, die da arbeiten und ich möchte es gerne hier sauber haben. Und da liegt noch ein bisschen Styroporreste von Pascal, seinem neuen Monitor. Genau, Pascal hat jetzt gerade den Ballon leer gemacht, den Heliumballon mit It's a Boy, glaube ich, steht da drauf, oder? Mhm. Wir wollen den gerne behalten als Erinnerung. Ich schreibe da dann mit dem Edding nochmal drauf, wann ich herausgefunden habe, was es wird. Und ich hoffe, man konnte jetzt meine Adresse nicht sehen. Ansonsten kann ich den ganzen Teil hier nämlich rausschneiden, weil auf dem Paket die Adresse drauf war. Ja, Fensterbank, Badezimmer, alles muss geputzt werden. Und wir müssen auch noch einkaufen gehen, weil wir haben null, wirklich null an Aufschnitt da. Nicht?
Ich habe gerade die Klinke sauber gemacht. Wollen Sie mich eigentlich verarschen? Ah, super. Ich hau dich gleich, Mann. Man kann auch sehen, dass du verbrannt bist, ey. Ach so, wollen Sie sich dazu äußern, dass Sie After Sun als Handcreme benutzt haben? War gut? War das LR After Sun gut? Ja. Hast du am nächsten Tag schon nicht ausgesehen wie ein Krebs? Du Krebs. Ich bin nicht Mr. Krebs. Doch, du bist Krebs. Ich bin Mr. Krebs. Dann hätte ich ja Geld. Ja, aber so bist du nach Hause gekommen. Du hast fast dieselbe Farbe gehabt wie Mr. Krebs. Ein bisschen zu viel Sonne geschnüffelt, ne? Neidisch. Wir haben auch Handcreme zu Hause, falls du es brauchst, ne? Leute, nein, aber sieht schon viel besser aus. Kannst du mal aufhören, mich hier mit Schmutz zu beschmeißen? Wieso? Ach, die Klappe, Mann. Was machst du da? Spielen. Was hast du gefunden? Ein Drecker. Ja, der gehört deinem Sohn. Ich muss schon mal vorspielen. Muss schon eingespielt sein, das Spielzeug. Der gehört deinem Sohn. Ist das gerade dein Ernst? Musst du mal rückwärts machen. Das ist dein Ernst. Leute, ich bin hier, glaube ich, im Irrenhaus gelandet. Musst du mal rückwärts machen. Ich habe ein Spiel, den Mann zu verkaufen. Nee, rückwärts ist doch scheiße. Ja. Rückwärts fahren, kann doch gerade ausfahren. Das ist mein Schrank. Ist egal. Ich schicke das gleich deiner Mutter, ernsthaft. Wir sind jetzt gerade in Edeka, weil wir ein bisschen einkaufen müssen. Schatz, die haben hier Edeka Ananas. Warum Ananas? Das ist doch Wassermelone. Achso. Mini-Wassermelone. Wollen wir eine Wassermelone mitnehmen? Wie nicht? Honigmelone? Oh Mann, oh. Pascal möchte nicht. Die Kirschen sehen gut aus. Sehen die aus, ne? Doch, sind die gut. Ja, aber wir haben noch genug Obst. So, was haben wir jetzt hier schon reingeschmissen? Pascal hat sich Krustenschinken ausgesucht und Kochschinken und dann... Aha. Hast du Maxi King reingepackt? Erwischt? Im Angebot wenigstens? Ist im Angebot. Für 1 Euro? Für wie viel? Okay, 1,19. Ist okay. Mein Aufstrich ist fast leer. Jetzt gucken wir mal, was wir hier mitnehmen. Burko ist im Angebot. Ballons haben wir hier. Ja, ich nehme jetzt einfach mal den hier mit. Ja, 99 Cent. Was tust du da rein? Spargel? Schipadel. Ey, wir haben den damals für 1,09 Euro gekauft. Ja. Der ist ja günstiger wie der. Ja, weil der auch gerade im Angebot ist. Ich bin immer so nah. Ja, okay. Das lohnt sich. Ist ein ganzer Euro günstiger. Okay. 73 Euro rund. Ja. Mal gucken, ob es schmeckt. Willst du heute Spargel essen? Nein, heute nicht. Heute nicht. Wir haben jetzt hier noch 2x Yum Yum mitgenommen. Einmal hier Ente. Wir wollten das schon bei Edeka mitnehmen, aber Edeka führt halt einfach kein Yum Yum mehr. Nur so eine komische Marke, die keiner kennt. I don't know. Eine Packung 69 Cent. Ich probiere hier mal jetzt was von Hela, und zwar Erdbeersaft. 85 Saft. Erdbeer trinken. Keine Ahnung, auf jeden Fall das hier. Limo. 85 Cent kostet das, so 25 Cent Pfand obendrauf. Hier gibt es noch so Orange, Karotte, Zitrone, Birne gibt es hier. Oh, Birne, das schmeckt lecker. Himbeere, Mango, Pfirsich, dann Melone, Erdbeer, glaube ich. Sieht aus wie eine Honigmelone. Hier haben wir Zitrone, Johannisbeere, Apfel, Pfirsich, stinknormale Erdbeere. Junge, wo unterscheidet sich das jetzt? Das ist auch Erdbeere und Kirsche.